Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Ford Racing 2. Wir haben im letzten Part mit dem Zeitfahren-Renntyp angefangen und festgestellt, dass das eigentlich der beschissenste Renntyp im gesamten Spiel ist, was die Ford Collection angeht. Denn leider Gottes werden die Zeiten, die man in der Ford Collection aufgestellt hat, übernommen. Ja, übernommen, und das heißt, es weder leicht noch mittel noch schwer bringen irgendwas, wenn man da irgendwas dran verändert. Und wer den letzten Part mitbekommen hat oder gesehen hat, der weiß, was ich meine. Jedenfalls wollen wir heute versuchen, diesen Cup endlich abzuschließen. So, und wir machen mit den Hochleistungswagen, denke ich mal, weiter. Obwohl, welche... Jetzt kam... Ja, okay, jetzt kam das eine. Da habe ich die Sekundenjagd gefahren, genau. Das, ich würde sagen, wir fahren mit diesem Wagen hier in Orange. Deer Creek. Da, ich weiß noch, damals habe ich da eine Sekundenjagd gefahren. Und ein Knockout-Rennen. 1:06. Gut, dass ich mir diesen Wagen ausgesucht habe. Der hat sehr viel Speed. Ja, er hat sehr viel Speed. Mit dem wir sollten es auf jeden Fall locker am ersten Versuch schaffen. Gras will ich nicht fahren, obwohl ich hätte das machen sollen. Warum höre ich nicht auf meine innere Stimme? Warum muss hier übelst schnell sein? What the hell? Aber ich denke mal, mit dem Wagen sollte es möglich sein. Sollte! Das ist so ein bisschen, der Wagen hat keine Art, nicht die beste Lenkung. Okay, ein bisschen besser muss ich sagen. Eine Minute 14. Eine Sekunde! Eine Minute wahrscheinlich, leck mir am Arsch. Ich mach denselben Fehler zweimal. Okay, der Typ ist hinter mir, das ist gut. Vor allem, was heißt der Typ? Das bin ich im Prinzip. Das war ziemlich wichtig. Aber ich muss noch mehr Abstand von ihm gewinnen. Komm, die Kurve in einem Zug. Sehr schön. Das könnte eine gute Zeit werden, hoffe ich. Weiß ja nicht. So wäre es sogar viel besser gewesen. Dann wäre es, glaube ich, direkt geschafft. Tja, aber ich mache es immer kompliziert. 4, 5, bam. 5,90, das ist sogar eine sehr knackige Zeit. 1,95. Ja. Mann, oh Mann. Time attack. Weiter geht's. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder mit dem modernen. Ich habe mit denen eine andere Farbe gefahren, oder? Ja, habe ich. Ich bin. So, jetzt kommt der Crown Victoria dran. Er soll ja auch seine Chance bekommen. Also, ich fahre mit ihm auf jeden Fall gleich. Jetzt muss ich den hier erstmal in Angriff nehmen. Mit ihm bin ich doch sogar auch mal hier gefahren, oder? Doch. Why? Dieser eine Bug hat mir quasi alles versaut. Ganz ehrlich, Zeitfahren ist wirklich einer der beschissensten Modi hier in diesem Spiel. Warum ist das so heftig beschissen? Naja. Ich
Versuchen wir es einfach nochmal und versuchen diesmal unser Bestes. Das war zum Beispiel sehr gut. Und ich bin nicht gegen die Wand gefahren. Von der Wand ab. So ist gut. Und hier ist, glaube ich, dieser Bug aufgetreten. Das ist, ich bin immer so verleibt, das Hütchen, also ein Hütchen wegzuschießen, so das Ding. Sehr gut. Bislang alles perfekt. Ich ramme immer diese Scheißwand. So, das will ich mal jetzt so machen. Das war gut. Ich sage, es war gut. So, aber jetzt bin ich gespannt. Wie sieht's aus? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Könnte was werden. Es sind zwei große Bögen. Fuck, 14 fucking Millisekunden. Mann, ich hasse diese Scheiße einfach so hart. Das ist zu heftig, liebe Entwickler. Ja, leck mich, jetzt ist mein Set scheiße. Obwohl, ich gleich ist geradeaus. Es gab da auch so eine Stelle, wo ich etwas gerammt habe, ne? Das war, glaube ich, hier irgendwo. Stimmt, ich habe die Kurve nicht richtig gekriegt. Und hier ist er wieder vor mir. Leck mich doch. Und diesmal möchte ich diese Scheißwand bitte nicht rammen. Geht doch. Hat mir sogar wieder ein bisschen Zeit verschafft. Das war super gut. So, jetzt muss nur noch alles so sein, muss ich alles zur Zeit machen wie vorhin. Also bremsen. In die Kurve rein. Und jetzt schön außen entlang. Ja, jetzt aber. Tschüss. Mann, oh Mann. Verfluchte Scheiße. Time attack. Okay. Wir switchen zu den Offroads. Offroad. Hier würde ich sagen, nehme ich diesen guten Burschen. In blau. Car selected. Ach nee, Moment mal, mir fehlt ja noch das eine Dings. Moment. Performance. Dann würde ich sagen. Das sind wir noch in dem hier gefahren, oder? Modern. Der Crown Victoria, mit dem haben wir es ja nicht geschafft, ne? Diesmal bekommt er seine Chance. Diesmal bekommt der Crown Victoria seine Chance. Da wird dieser Part halt leider etwas länger. Was soll man machen? Ich werde diese blöde Scheiße abschließen, ne? 1,37. Ich bezweifle aber, dass wir hier schon mal mit einem Schnellauto gefahren sind. Okay. Das war super schön. Das war quasi der schwerste Teil. Ich hoffe, dass wir es im ersten Versuch schaffen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Bisschen mehr, aber ich gehe da mal sehr genau. Ich schätze immer so. Sehr, sehr gut. Komm, fahr schneller, Kumpel. Es war zwar nur ein bisschen gerammt, aber dennoch. Es war gerammt. Sehr schön. Schaffen wir es mit der Richtzeit? Fahr, Mann. Guck mal, wie er das Lenken für mich übernommen hat. Episch. Ja, Mann, locker. Easy peasy.
Bam, voll gegen die Wand. Alter, über 10 Sekunden. Naja, hier lag ja auch noch keine Zeit fest. Aber es ist mir sowas von egal. Crown Victoria. Danke. So, das hat uns auf jeden Fall schon einiges erspart. Jetzt geht es wieder zu den Offroads. Wieder rüber. Wen wollte ich jetzt nehmen eigentlich? Ja, stimmt, dich hier, ne? So, Temple Rooms. Für die Strecke muss ich gucken, welchen Wagen ich da wähle. So, da hier nur die Offroads fahren können, habe ich keine Wahl. Ich muss hier fahren. So, meine Zeit, 1,24. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Der Wagen hat auch eine sehr gute Bodenhaftung. Ursprünglich sind wir mit dem Wagen auf der Militärbasis gefahren, das weiß ich noch. Ich meine, es war ein Zeitfahren. Ich weiß es aber selber nicht mehr genau. ...1,24 klingt halt schon so ein bisschen heftig. So, bei dieser Kurve, neigen die Wagen ja sehr dazu, wegzuspringen. Ja, auch bei dem ist es so. Aber ich habe nicht hier die Seite gerammt. Das ist eine gute Voraussetzung, dass wir es schaffen. Komm. Heißt, wir müssen uns jetzt sehr anstrengen. Aber bitte nicht so rumhüpfen, ja, lieber Wagen? Sehr, sehr geil. Komm. Diese Kurven sollten auch machbar sein. Einmal kurz vom Gas gegangen, auch wenn es eigentlich unnötig war. Ja, hier. Wir sprechen hier im Prinzip ja nur von Millisekunden, wenn man einmal leicht vom Gas geht. Diese S-Kurve hier ist so ein bisschen komplizierter, aber das ist auch kein Problem für mich. So, jetzt haben wir wieder Bodenhaftung. Und da vorne ist das Ziel. Oh mein Gott, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Heilige Mutter Gottes. Super, das haben wir im Fast Try gelöst. Das erspart uns sehr viel Schweiß und Tränen. So, da würde ich sagen, für den Vulkan wähle ich dich. Es darf dir also eine große Ehre sein, jetzt mitzumachen. Tun wir es. Pause. Ah, so. Ja, let's go. Das 1,14, das war das Rennen gegen diesen Eingang. Na, wird lustig. 8 Minuten haben wir. Vielleicht schaffen wir jetzt noch unter 40 Minuten zu bleiben. Dritten Fahrt will ich auf jeden Fall nicht machen. Vielleicht kriegen wir das vielleicht langsamer. Aber ich glaube, er hat mehr Bodenhaftung als der andere. Als der 4x4. Mit dem haben wir jetzt eine Mission gemacht. Ah, sag ich gerade, er hat mehr Bodenhaftung? Welche Gegner macht es nicht? Okay, komm, wir schaffen es. Es kommt darauf an, dass es nicht langsam ist. Kann auch eine Spekulation sein. Wir haben die Lava, schön, den Lava-Bad genommen. Hat man sich auch gleich erfrischt, oder? Okay, das war's jetzt. Lava-Bad wahrscheinlich. Ich komme nicht mal annähernd an die Richtzeit ran mit dem Wagen. Wow. Okay, tut mir leid, mein lieber Wagen, aber dich werde ich wohl erst ein anderes Mal nutzen. Dem bin ich von gefahren, fahre ich jetzt mit ihm. Auch schön in Schwarz. Er sollte es aber auf jeden Fall schaffen. Auf jeden Fall. Und so. Okay, das wird immer schneller. Mit dem haben wir eine reale Chance. Was soll das, liebes Spiel? Ich will keine Black Screens, liebe Xbox, beherrsch dich. Mein Gott. Schön, wie gesagt, dass es eigentlich ein Xbox-Emulator gibt, also für die allererste Xbox-Konsole. Das zeigt quasi die Xbox One. Weil man nennt sie im Prinzip ja nur Original-Xbox, ne? Der war auf jeden Fall schneller, das merke ich. Scheiße, juckt es. Ja, der rutscht doch gar nicht so doll. Also, der rutscht halt kaum. Aber ich kann glaube ich nicht schaffen. Da, 2 Sekunden 80, wie soll ich das machen? Das ist doch die harte Schicht hin.
Rennen. Ich glaube, wir müssen einfach weiter versuchen. Wir werden das halt immer schaffen. Ich frage mich, ob ich den Nerv dazu habe. Weil das hier heute auch ein sehr knappes Rennen. Ihr erinnert euch? Hier steht auch nicht, ob man, hier gibt es keine Sektoren, also man kann nicht schlecht sagen, ob man gut oder schlecht war bei einigen Abschnitten. Okay, so schwer habe ich alles gegeben. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. 1 Sekunde 6. Können wir das noch überbieten? Tja, versuchen können wir das ja. Das war doch schon schlecht. Ich weiß halt auch gar nicht, ob wir das so schaffen. Da ist auch schon. Dann war immerhin noch ein bisschen davor. Nee. Jesus Christ. Mit dem Flare Slide fahre ich erst gar nicht. Das könnt ihr vergessen. Und das ist auch wiederum so langweilig für euch zum Zugucken. Das tut mir leid. Okay, warte. Geschwindigkeit. Lol, das ist sogar einer der wenigsten, was die Geschwindigkeit angeht. Lol, das sind einfach die ausgeglichensten Werte, die ich je gesehen habe. Ich werde mit ihm wieder fahren müssen. Glückwunsch, du darfst nochmal fahren, Kumpel. Das ist jetzt der wievielte Versuch? Der 20. Der 21. Nee, ich mache das nicht mit. Ich starte das Rennen auf meine Art. Ihr könnt mich mal, liebe Entwickler. Ich will nämlich genug Speed aufbauen können. Es sieht dumm aus, aber ich mache das jetzt extra. Und hier starte ich nämlich. Das nenne ich Rennen auf meine Art fahren. Ob es den Entwicklern jetzt passt oder nicht. So kann ich jedenfalls mit der besten Geschwindigkeit durchkommen. Vielleicht schaffe ich es dann jetzt sogar im ersten Versuch, ich meine, wer weiß. So muss ich es eigentlich immer nehmen, aber ich krieg das nicht hin. Das lief sogar übelst perfekt. Ich muss mir unbedingt merken, wie ich das gemacht habe. Oh. Genauso muss ich das jetzt nochmal machen. Okay. Deswegen muss ich mich jetzt so richtig hart konzentrieren. Ich einfach regelrecht mit dem Stick einfach schnipse. Schon heftig. Ja, ich bin halt echter Bad Boy, ne? Okay, Schluss mit den ganzen Witzen. Oh. Weiter, weiter, weiter. Gib ruhig Gas, Kumpel. Je mehr Gas du gibst, desto besser. So, jetzt muss ich das hier irgendwie wieder machen, so wie vorhin. Geschafft, oder? Leck mich, der wird mich nicht überholen, oder? Nein, wird er nicht. Scheiße, jetzt habe ich Angst. Ich habe so hart Angst, dass der mich jetzt noch überholt. Yeah, a new record. You win. Yeah.
Das waren 6 Millisekunden. Fuck. Time attack. Offroad. Ich habe sowas von. Ich muss kurz aufs Klo. So, da bin ich wieder. Oh, mein Tass ist ja leer. Ich gieße mir eben noch schnell ein Getränk ein. Ich muss mich jetzt erstmal zusammenreißen. Ja, der Vulkan ist dank dieser scheiß Challenge, bei der Ford Challenge, da dieses Duell, dank dieses Duellrenns ist das so eine krasse Scheiße. Leute, ich kann euch ehrlich sagen, bevor ihr alle Wagen auf schwer collected in der Ford Challenge, macht lieber erstmal den Zeitfahren-Pokal. Die Zeiten werden nämlich von der Ford Challenge auf die Collection übertragen. Umgekehrt ist dies ja zum Glück nicht so. Oh Gott. Ich bin sowas von geflasht. Okay. Der letzte Cup. Ich muss hier nur mit einem Wagen fahren, der schneller ist. Aber wisst ihr was? Weil ich so lustig bin, nehme ich wieder den Ford Focus. Alles andere kam nicht mal kreuzweise. Let's go. 1,25, das werden wir auf jeden Fall knacken können. Auch wenn wir uns hier auch tierisch anstrengen mussten, aber dieser Wagen hier ist schneller. Leider Gottes ist das auch so ein rutschverrücktes Auto. Zwinker. Alter, ich hab fucking 50 Minuten Aufnahme schon. Und das werde ich später alles zu einer schönen kleinen Folge zusammenschneiden. Okay, hier müssen wir immer schön innen bleiben. Auch wenn man sich hier jetzt leicht lösen kann, was ich dann auch gemacht habe. Ach stimmt, es gab ja auch noch ein paar Sprungpassagen. Okay. Haben wir auf jeden Fall sehr gut gemacht. Dann muss ich hier so entlang. Alles smooth, alles okay, alles passend. Boah, hier verliere ich ein bisschen Speed. Ah, okay, habe ich Speed verloren. Perfekt. Wunderbar. Das schaffen wir. Wunderbar! Ich bin so froh drüber, dass wir das auf jeden Fall hinter uns haben. Damit hätten wir das Zeitfahren für die Offroads auf jeden Fall hinter uns. So, jetzt gehen wir zu den Performance-Wagen rüber. Oder? Nee, doch, ich glaube, wir machen das. Wir fahren mit dem schnellsten Wagen auf diesen Strecken. So. Das einzige Problem, die Lenkung ist nicht ganz geil. Aber schaffen sollten wir es trotzdem. Der Wagen hat ja eine der besten, die beste Beschleunigung. Oder kommt er auf den fünften Gang hoch, mein Boys? Diese beiden Strecken gehen so ziemlich schnell. Ja, ist es mir aber wurscht. Wie viele Rekorde ich noch geschreddert habe. Ne? So, Zeitfahren, weiter geht's. Wieder dich. Ja, jetzt kommt die Scheiße dran. Also nachdem wir Zeitfahren fertig haben, geht's auf jeden Fall in die chilligere Phase weiter. Gut.
Diese Strecke hier ist allerdings noch ein bisschen knackiger, weil es hier halt etwas, wie nennt man sowas, etwas krassere Kurven gibt, aber nur etwas, also, lol. Man sieht auch so 40, 20, das ist halt so eine ganz knackige Zahl. Ich meine, wenn man selber Zeit, wenn man die Zeit schlägt, dann ist es meistens eine ganz andere Zahl. Also ihr könnt so, keine Ahnung, 39, 28 oder 20, 48. Ja, es ist halt so eine komische Zahl, ihr wisst. The fuck? Lol. Mann, oh Mann, die nervt. Ja, im Zeitfahren nervt die halt wirklich extrem krass, weil die halt so viel hintereinander sagt. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir mit dem... Das war auf dem Stockcars, ne? Ah, ne, mit dem Ford GT bin ich doch da auch etwas bei dieser Zeit gefahren. Hm. Das war die lange Version. Aber ich sagen, fahre ich jetzt mal den Ford GT in Gelb. Oh, das kommt hier noch gar nicht dran. Dann fahre ich dich. Jo, in Rot. Car selected. Racetrack. Track selected. Oh, war es hier? Let's race. Ich glaube schon, aber ich denke, wir sollten es hier auch locker hinkriegen. Noch diese zwei Strecken und dann ist Ende. So. Let's do it. Eine bessere Lenkung hat er auf alle Fälle. Auch wenn es jetzt hier nicht so rüberkommt. Ich glaube, die erste Runde wird nichts. Aber auf den Ovalen war es ja klar, dass es ziemlich einfach ging. Das ist eine Kurve, die ich potenziell ja sehr lieb habe. Und die ich auch ziemlich easy hingekriegt habe, lol. Diesmal mache ich es besser. Zeitrunde sollte auf jeden Fall Finish sein. Ach ja, das ist ein cooler Mustang. Aber ich finde es echt schade, dass es hier keine Art, keine Sektoren oder so gibt, wo man halt sehen kann, okay, in diesem Abschnitt bin ich besser, also halt Abschnitte, nicht Sektoren, sondern Abschnitte. Die halt einem zeigen, okay, du bist da und da besser, da hast du richtig reingeschissen. Das wäre halt viel geiler und komfortabler. Und hiermit habe ich, glaube ich, den ganzen Fortschritt so nicht gemacht. Ich weiß ja nicht. Ich hab's gerade einfach übelst riskiert. Aber ich hab's geschafft, also von daher ist mir das egal.
I shattered that record. Ist gut. So. Time attack. Noch einmal Zeit fahren und es ist Geschichte. Performance. Stimmt, war das eigentlich hier beim Modern, war der, oder? Ne, er war hier. Performance. Dieser Wagen hier. Aber ich würde sagen, ach, muss ich es mit dem fahren? Sorry, aber ich lasse dich wieder mal aus. Car selected. Ich fahre jetzt mal mit dem hier. So. Let's race. Ich will halt nicht mit allen Wagen fahren. Zwinker. So. Let's do it in one. So, 1,15. Schaffen wir, locker. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Wow, ich habe reingeschissen. Shit. Auf jeden Fall war das schlecht. 30 Sekunden übelst verschwendet. Wenn das neue Bestzeit wird, lache ich mich schlapp. Hm. Wird, glaube ich, nichts. Aber mal gucken. Hab ja noch 25 Sekunden. Oh, das wird doch was. Ha. Sieht nur ziemlich lol aus. Okay. Damit haben wir endlich den verfickten Zeitfahren-Pokal gewonnen, Leute. Und ich würde mal sagen, falls euch dieser etwas stressige, aber dennoch unterhaltsame Part gut unterhalten konnte, das war komisch, würde mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Wertung von euch freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, bekannt, Verwandten, Leuten, die leiden können, Leuten, nicht leiden können. Und ein Abo wäre ebenfalls nicht schlecht, wenn euch mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part starten wir dann mit dem Verfolger. Danach zwei Parts später, also halt im übernächsten oder überübernächsten kommt Duell, dann noch Knockout und das Standardrennen. Und dann sind wir so ziemlich mit dem Spiel durch. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der harte Part gefallen. Und im nächsten Part geht es, wie gesagt, weiter mit dem fünften Renntyp, Verfolger. Bis zum nächsten Mal.